Glücklicherweise gibt es immer mehr Gameboy Homebrew Spiele und natürlich auch Firmen, die diese vertreiben. In diesem Video möchte ich euch eine dieser Firmen vorstellen, und zwar Yastuna Games aus Frankreich. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und vielleicht so ein bisschen der Start einer neuen unregelmäßigen Unterserie. Und zwar wisst ihr es wahrscheinlich selber, dieser Gameboy Homebrew Markt, der ist wirklich mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden, finde ich. Es gibt so ein paar große Publisher, sage ich mal, die die Spiele auch physisch herstellen und herausgeben, aber auch da gibt es so viele, da verliert man schnell mal die Übersicht. Und ich möchte euch hier einfach mal eine Firma vorstellen, und zwar Yastuna Games aus Frankreich. Ich habe das Glück mit dem Frederik, wenn es so ausgesprochen wird, Entschuldigung, mein Französisch ist wirklich schlecht, beziehungsweise nicht vorhanden. Ich habe mit ihm etwas gesprochen und auch mal ein paar Fragen gestellt in einem Interview. Ich habe euch ja auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, ein paar Fragen zu stellen. Die Interviewfragen genauer seht ihr natürlich dann unten im Kommentarfeld. Er hat mir das alles sehr, sehr ausführlich beantwortet. Und werde ich nachher nochmal so kurz in meinen Worten grob zusammenfassen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal grob vorstellen, was könnt ihr da kaufen? Was für eine Qualität könnt ihr da erwarten? Und lohnt es sich dort zu bestellen? Und zwar, es ist ein Online-Shop, der den Fokus eigentlich eher auf Atari Lynx Homebrew-Spiele hat, was auch sehr, sehr schön exotisch ist. Ich habe auch schon ein Spiel mir mal gekauft, weil ich habe ja meinen Lynx da, da steht er. Problem ist natürlich nur, ich kann bisher das nicht so gut aufnehmen, Atari Lynx-Spiele. Und ich habe mir aber dafür mein Analog Pocket, diesen Lynx-Adapter, besorgt. Und damit kann ich dann das hoffentlich auch alles dann nachholen. Das heißt, ab dann wird es dann wahrscheinlich auch so ab und zu mal hier und da vielleicht mal auch den Content vom Atari Lynx auf meinem Kanal geben. Aber ich weiß, da ist der Fokus, aber er bietet auch Gameboy Homebrew Spiele an. Und ich habe hier eins, und zwar Sheep It Up. Zwei andere stelle ich euch noch vor. Das kostet 40 Euro. Vom Spiel her ist es relativ simpel, sage ich mal. Aber so die allgemeine Verpackungsqualität ist eigentlich sehr gut. Also der Karton ist stabil. Ihr bekommt die Spiele halt grundsätzlich in einem ganz normalen OVP, sage ich mal, im ganz normalen Gameboy-Maßen. Ihr habt auch gleich so eine Schutzhülle dabei. Die Module, ihr seht es an eingeblendeten Aufnahmen, sehen auch alle wunderbar aus. Das Einzige, was ich halt sagen muss, was bei den Verpackungen auffällt, ist, dass ihr hier hinten so einen kleinen, ein Einriss habt, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber jedenfalls ist das nicht komplett bis nach oben durchgezogen, sondern ist ja mit der Lasche so etwas lockerer verbunden. Finde ich persönlich aber gar nicht so schlecht, weil damit könnt ihr auch die Verpackung erstaunlich leichter aufmachen. Das ist nicht so ein Gefummel, wo ihr immer Angst haben müsst, dass ihr das ganze Spiel kaputt macht. Ja, Sheep It Up ist ein sehr, sehr simples Spiel. Und zwar kann man das vielleicht mal so eher beschreiben wie Doodle Jump für den Game Boy. Also Doodle Jump war ja auf dem Handy oder ist, glaube ich, immer noch auf dem Handy ja ein ganz großer Titel. Und zwar hattet ihr da so eine Figur und musstet dann halt so bewegende Plattformen immer nach oben springen. Und genau das ist es hier auch. Hier spielt ihr ein Schaf, ihr habt da verschiedene Plattformen und ihr müsst halt immer das richtige Timing irgendwie erwischen, auf die nächste Plattform zu kommen. Ihr könnt auch so ganz leicht nach links und rechts hier mal und da mal steuern. Sehr, sehr simpel. Hier muss ich natürlich sagen, ob ihr natürlich hier 40 Euro für die physische Version bezahlen möchtet, genauso wie mit dem Spiel, was jetzt auch noch gleich kommt, müsst ihr selbst wissen. Also Technik hier ist natürlich sehr, sehr simpel. Die Musik ist auch sehr, sehr simpel. Auch da gehe ich im Interview drauf ein, woran das eventuell auch liegen kann. Aber das Spiel zieht euch erstaunlicherweise ziemlich krass rein, finde ich. Also gerade dieses einfache Spielprinzip, das passt ja so perfekt zum Gameboy, um dann immer wieder hochzuspringen. Macht einfach irgendwie Spaß, aber wie gesagt, 40 Euro müsst ihr wissen.
Als nächsten Titel habe ich hier DMG Deals Damage euch mitgebracht. Das habe ich ja schon in zwei Homebrew-Folgen ja mal so grob vorgestellt. Auch das ist ein sehr, sehr einfach gehaltenes Spiel, aber macht trotzdem Spaß. Auch hier, Technik ist relativ simpel. Die Musik ist ein Loop, was sich relativ schnell wiederholt. Also daher müsst ihr mal schauen. Kostet auch 40 Euro. Auch hier, wie gesagt, bei Sheep It Up muss ich euch sagen, ob es euch das wert ist, müsst ihr wirklich mal schauen. Und zwar spielt ihr ein Gameboy, der andere Handhelds verkloppt. Und zwar bewegt ihr euch halt mit dem Steuerkreuz mit dem Gameboy ja durch die Level. Und zwar ein Raum ist halt immer ein Bildschirm und da lauern halt die Gegner. Und ihr könnt mit den A- und B-Knöpfen jeweils eine Hand steuern. Das heißt, wenn ihr die drückt und dann mit dem Steuerkreuz in eine Richtung, dann geht die Hand auch in die Richtung logischerweise. Und damit könnt ihr dann halt die anderen Handhelds schnappen und dann gegen die Wand kaputt hauen oder sogar gegen die anderen Gegner quasi kaputt hauen und damit ihr dann alle beide dann entsprechend dann verwemmst. Macht sehr, sehr viel Spaß, ist sehr kurzweilig, später wird es sehr, sehr schwer, es gibt Bosskämpfe da drin und so weiter. Auch hier werdet ihr hier vielleicht nicht stundenlang unbedingt verbringen, um euch da irgendwie reinzufuchsen, aber es macht schon Spaß, einfach mal so wirklich so ein, ja, das ist so ein perfektes Spiel für aufs Klo, sage ich mal. Einfach mal so kurz 5 Minuten mal reinzocken, zack, und ein paar Sachen verwemsen, weil das ganze Spielgefühl, das kommt sehr, sehr gut rüber. Also das ist richtig so die Geschwindigkeit und das Dagegenhauen, da habt ihr wirklich ein gutes Gefühl. Also das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden. Als letztes Spiel habe ich euch Asteroid Chasers mitgebracht und das ist von dem Frederik selber programmiert worden und das Spiel ist im Vergleich zu den anderen wirklich, wirklich, wirklich gut. Also hier könnt ihr auch eine Deluxe-Version kaufen, ich habe hier die normale Version. Da muss ich sagen, da hat mir der Frederik das dankenswerterweise kostenlos zugeschickt, als er gesehen habe, dass ich mal in einer anderen Homebrew-Folge das Spiel mal besprochen habe und da habe ich ja nur das aufgrund der ROM gemacht und dann hat er mich angeschrieben und gefragt, hey, willst du das mal als physische Version haben? Hat mir das kostenlos geschickt. An dieser Stelle vielen Dank an dich, wenn du das schaust. Und das Spiel ist richtig geil. Und zwar ist es ja ein bisschen schwerer zu beschreiben, aber ihr habt ein super Tutorial in dem Spiel. Und zwar ist es ein Puzzlespiel. Ihr habt so ein Deck von Karten. Und zwar in diesem Deck sind verschiedene Karten. Also ihr habt Sonden, dann habt ihr Asteroiden, dann habt ihr Piraten und ihr habt Minen. So, das ist so erstmal so grundsätzlich. Und ihr könnt diese Karte, die ihr zieht, geschieht immer zufällig, könnt ihr in so ein Quadrat, sage ich mal, mit den Punkten entsprechend platzieren. Problem ist natürlich, euer Ziel ist es, die Asteroiden mit diesen Sonden zu umrahmen, dann bekommt ihr Punkte. Aber zum Beispiel, wenn ihr eine Piratenkarte gezogen habt, die zerstört eure Sonden, die direkt da dran liegen. Ne? Und so müsst ihr halt immer drauf reagieren. Ihr zieht die Karten, ihr guckt, okay, wo können sie das ranpassen und so weiter. Ihr habt natürlich nur die Minen. Wenn alle 3 Minen auf dem Spielfeld sind, ist das Spiel vorbei. Die könnt ihr natürlich dann auch entsprechend irgendwie unwirksam machen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr taktisches Spiel, wo ihr wirklich euch sehr, sehr cool reinpuzzeln könnt. Also das Spiel kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht sehr Spaß, ist vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt super selbsterklärend, aber es ist halt wie so ein super Rätselspiel mit einem wirklich sehr, sehr interessanten Ansatz, finde ich, wo ihr euch auch sehr, sehr cool reinknobeln könnt. Also hier wirklich eine Empfehlung von mir aus. So, und jetzt kurzes Beispiel für die Lynx-Spiele, habe ich mir nämlich auch 2 besorgt. Und zwar einmal ein Modul-Only, und zwar das Lynx-Mess 2020. Da sind so ein paar kleine Atari Lynx-Winterspiele dabei. Die Cartridges kommen aus dem 3D-Drucker, das merkt man, aber passt auf jeden Fall. Und dann haben wir hier die Viking-Saga. Und zwar sind das sogar 2 Spiele, die quasi in einem Universum spielen. Auch hier habe ich bisher nur ganz, ganz kurz reingespielt. Ist ein super Plattformer. Wie gesagt, ich kann leider hier gerade keinen großen Spiel-Gameplay-Szenen einblenden, weil ich
momentan keine Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Wollte ich nur kurz ansprechen, findet ihr natürlich auch wesentlich mehr Atari Lynx Spiele auf der Seite. Wie gesagt, da liegt der Fokus halt drauf. Ist eine schöne Sache, finde ich auch, dass sogar so eine Szene so belebt wird. Finde ich super. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Interview. Ich habe Ihnen halt ein paar Fragen gestellt, damit er auch mal so ein bisschen so eine Hintergründe und sowas erklären kann. Ich habe mir das hier jetzt mal grob zusammengefasst. Wie gesagt, er hat mir sehr, sehr ausführliche Antworten geschrieben. Alles auf Englisch findet ihr oben im Kommentarbereich angepinnt, wenn ihr euch das mal im Detail durchlesen wollt, ob ich das auch richtig zusammengefasst habe. Ich habe natürlich so ein paar Fakten weggelassen, weil ich euch jetzt nicht irgendwie groß zulabern wollte und nicht einfach den Text vorlesen wollte. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich das jetzt so in meinen eigenen Worten ein bisschen wiedergebe. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, deswegen, Frederik, wenn du das hier schaust, ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne. Und zwar die erste Frage ist, wie kommst du auf die Idee, Spiele selber zu publishen? Also das hat eine sehr lange bewegte Geschichte hinter sich. Und zwar fing er eigentlich damit an, mal Lynx-Spiele zu machen. Und er merkt dann irgendwie ganz schnell, dass das andere seine Spiele irgendwie vermarktet haben, obwohl sie ihn gar nicht irgendwie gefragt haben und so weiter. Und das hat ihn irgendwie so frustriert, dass er erstmal eine Pause gemacht hat. Dann kam der Corona-Lockdown und er hatte eh so ein bisschen Probleme mit seinem Job und so weiter. Und hat sich gedacht, hey, du hattest doch mal diese eine Sache gehabt, das kannst du mal so ein bisschen als Nebengeschäft irgendwie aufbauen. Ne? Und so ist er dazu gekommen. Also im Prinzip vom gebrannten Kind, denn die Idee sich selber aufgenommen. Dann als nächste Frage, warum gerade der Game Boy und der Lynx? Was ist deine Faszination dazu? Und er hat dazu geschrieben, ja eigentlich war in seiner Jugend eher so ein Atari ST-Mensch und hat er eher so an den Heimcomputern immer so ein bisschen gemacht, hat aber auch da schon immer so ein bisschen hobbymäßig ein bisschen gecodet und so ein bisschen an Spielen weiterentwickelt. Dann ist das so ein bisschen alles eingeschlafen, aber dann so später dann haben diese Handhelds nämlich zwei große Vorteile. Und zwar muss er da nicht erst eine große Maschine irgendwie an Fernseher anschließen, um da jetzt irgendwie mal so testen. Ne? Also hier immer bei so einem Gameboy oder so einem Atari Lynx, da habt ihr eine Flashcard, da kann er mal kurz sein Projekt draufziehen und das irgendwie wahrscheinlich testen. Da muss er nicht seine Familie vom Fernseher irgendwie wegscheuchen oder ähnliches. Und das kann man quasi dann besser so on the go machen und es natürlich auch dort einfacher dann zu programmieren. Genau. Und dann er hat jetzt letztens einen guten Kickstarter-Erfolg, sage ich mal, gefeiert. Und zwar kommt da nämlich bald ein neues Spiel raus. GB Corp nennt sich das. Das habe ich auch gebackt. Das werde ich auch hoffentlich bekommen. Die Bäcker haben auch schon die entsprechenden ROM-Dateien zum Antesten bekommen. Das muss ich dazu sagen. Ich habe es allerdings noch nicht gespielt, weil nämlich dieses Spiel, so wie ich das gelesen habe, ist das so eine Art, ja, so ein Idle-Spiel, wo ihr halt immer irgendwas machen müsst und so wie Cookie-Clicker, sage ich mal. Ne? Das hat aber die Besonderheit, dass dieses Modul erkennt, in was für einen Gameboy ihr das reinsteckt. Ne? Das heißt Gameboy Classic, Gameboy Pocket, Gameboy Color, Gameboy Advance und so weiter. Und für jede Art Gameboy, wo dieses Modul drin war, könnt ihr halt da mehr erlangen und irgendwie mehr Ressourcen generieren. Und das finde ich halt eine wunderbare Idee, weil es gerade so für uns Gameboy-Sammler, wir haben ja im Regelfall ja verschiedene Modelle irgendwie rumfliegen, das ist eine wunderbare Sache. Das ist halt das Kickstarter. Ich freue mich schon auf das Spiel, wenn ich das physisch habe. Die Collector's Edition ist auch wunderbar, da ist auch so ein 3D-Drucker, so ein Schreibtisch, wo ihr den Gameboy draufstellen könnt, habe ich mir nicht gegönnt, weil ich so ein bisschen mit dem Geld, muss man gucken, aber es ist eine wunderbare Idee auf jeden Fall. Und da habe ich dann halt gefragt, mit dem GB-Korb auf Kickstarter hat er einen riesen Erfolg gehabt. Hat er noch weitere Projekte irgendwie in der Planung? Und hat er tatsächlich. Und zwar ist er gerade dabei, ein Port von Inxa, oder wie das ausgesprochen wird, also YNXA, auf den Gameboy zu portieren. Das hat er vorher nämlich auf den Atari Lynx entwickelt und das will er jetzt auf den Gameboy portieren. Das ist ein Metroidvania mit Puzzle-Elementen. Also das klingt auf jeden Fall sehr interessant, freue ich mich schon drauf. Und dann ist er noch gerade dabei, ein namenloses Spiel zu entwickeln. Auch das soll dann auf den Atari Lynx und auf den Gameboy erscheinen. Und im Prinzip ist das inspiriert von Slay the Spire und
Darkest Dungeon. Das heißt so ein bisschen Dungeon Crawler mit ein bisschen Kartenelementen und so weiter. Auch das klingt wunderbar interessant. Also wenn das auf dem Game Boy erscheint, finde ich das richtig, richtig cool. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie produzierst du die Verpackung? Ist alles Handarbeit oder wie machst du das? Er hat das zuerst versucht, alles per Hand zu machen, aber das war ihm dann doch etwas zu zeitaufwendig und so nervig. Er hat in Italien einen Hersteller gefunden, und zwar Ludocards, die eher so auf Kartenspiele spezialisiert sind, und die produzieren ihm tatsächlich diese Verpackung, wo ich sagen muss, wie gesagt, ist eine gute Qualität, kann man wirklich nicht meckern, und die machen das relativ zum guten Preis für ihn. Also ne, auch da, warum nicht, warum alles selber machen, wenn man das auch irgendwo gut einkaufen kann. Dann habe ich gefragt, wie kommst du auf die Idee für die Packungsdesigns? Auch hier meinte er, ja, das ist auch nicht so unbedingt seine Leidenschaft. Ne? Er ist so eher der Coder und nicht so der Designer. Er würde auch gerne irgendwelche Designer dafür beauftragen, um ihm die ganzen Verpackungsdesigns zu erstellen. Ist aber finanziell natürlich nicht drin, weil die natürlich eine gewisse Kommission verlangen und so weiter. Momentan beschränkt er sich eher darauf, dass er sich so auf Premium-Vorlagenseiten irgendwelche Bilder halt besorgt und die dann halt irgendwie in das Packungsdesign irgendwie anpasst oder sowas. Also so Stockbilder, falls euch das was sagt. Kam eine Frage von euch, gibt es immer noch genug Entwickler oder wird es schwerer, welche zu finden? Er schreibt, es gibt so viele tolle Entwickler in der Szene. Das einzige Problem, so quasi als Publisher, ist es eher, die zu überzeugen, dass die das dann quasi über diesen Publisher das Spiel zu veröffentlichen. Weil in der heutigen Zeit ist es relativ einfach, auch so ein Gameboy-Spiel irgendwie selber zu veröffentlichen. Also so Packungen kriegt man, sagen wir mal, irgendwie gebastelt. Fertige Module, die man bespielen kann, gibt es auch verschiedene Quellen. Auch da hat er einige genannt. Wie gesagt, in dem Kommentarfeld könnt ihr euch das genau nachlesen. Und so ist es natürlich dann relativ schwer, die überhaupt zu überzeugen, diesen Schritt zu gehen, zu einem Publisher, sage ich mal, zu gehen. Er bleibt auf jeden Fall bei seiner Leidenschaft den Links. Bei ihm ist halt der Gameboy eher so, ich sag mal, so am Rande. Seine Leidenschaft ist da links und auf dem Gameboy wird es immer nur so portiert. So, und dann kommen wir zu der letzten Frage, und zwar, kannst du uns sagen, wie die Musik entsteht? Auch da sagt er, ähnlich wie bei den Designs im Prinzip, ja, die Musik, das war immer so ein bisschen mein Knackpunkt. Also da hat er anscheinend keine Lust oder kein Talent, sich da genauer reinzufuchsen. Auch da würde er gerne in Zukunft irgendwelche Künstler irgendwie beauftragen, die ihm diese Musik machen. Er ist wohl auch für ein zukünftiges Projekt dabei. Wie ich das entsprechend auf Twitter jetzt erst vorgestern gelesen habe, auch eine wunderbare Sache. Deswegen kann er da nicht so viel genau sagen. Also er macht das bisher, dass er irgendwelche frei verfügbaren 8-Bit-Sachen nimmt und die dann quasi und unter der freien Lizenz dann halt bei sich irgendwie einbaut. Das ist auch teilweise gar nicht so schwer. Er hat auch geschrieben, zum Beispiel auf Nynx ist es zum Beispiel auch ein großes Problem, gute Musik zu machen, weil das da mit dem RAM wohl irgendwelche Probleme gibt. Ja, das war die Frage. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Vielleicht soll ich auch mal so andere Hersteller mal beleuchten, dass ich die mal anschreibe. Wenn ihr da mal irgendwelche so im Kopf habt, sagt mal Bescheid. Vielleicht, ich habe mal so spontan im Kopf, Ferrante Games vielleicht mal anzuschreiben. Die kommen ja aus Holland. Auch ein toller Publisher. Und wie gesagt, Frederik, vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen und viele, viele, viele Grüße in das schöne Frankreich. Und für euch schön, dass ihr reingeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.